So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe mich auf mein... Oh. Nein, ich habe mich noch nicht fertig vorbereitet. Ich habe mein Jetpack zwar aufgeladen, aber ist nicht wieder eingesteckt. Das ist natürlich auch schlau. Jetzt bin ich vorbereitet, um in den Nether zu gehen. Ich habe nicht vor, allzu lang zu bleiben und so. Ich will eigentlich nur... Idealerweise... nur ein paar Dinger holen. Also ein bisschen was, um Lava draus zu machen. Das wäre ideal. Ja, ach ja, ich hatte ja hier einen schönen Spawnpunkt, genau. Das war ja nicht gerade schlecht, fand ich. Kann ich sehr ungestört erstmal ein bisschen Netherstein hier. Netherrack. Netherrack. Abhacken. Nevertheless. We are going to have some fun. Hoffe ich doch mal. Ich meine. Ich kann natürlich nicht vorhersagen, ob ihr Spaß haben werdet. Und letztendlich auch nicht, ob ich Spaß haben werde, von der Vorhersage her. Ich kann aber sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist. So. Ihr seht schon, ich habe schon zwei Stacks voll. Und die erste Spitzhacke ist noch nicht mal weg. Wenn ich natürlich einen schönen Mining-Drill hätte, würde das alles nochmal schneller gehen. Habe ich allerdings nicht. Und deswegen bleibt es dabei. Ich würde die gerne mal nach oben legen und den runterholen. Dann sehe ich nämlich wieder, was ich denn noch brauche. So. Mich würde mal interessieren, wo ich denn hier so insgesamt bin. Ich habe ja noch genug. Jetpack-Dingens. Ich werde jetzt keinen Glowstone abhauen, glaube ich. Obwohl, eigentlich ist, spielt das keine Rolle, glaube ich. Ob ich so. Naja, nicht keine große. Aber ich lasse es erstmal. Genauso mit den Erzen. Bei denen aus einem anderen Grund hauptsächlich. Und zwar, weil selbst wenn ich die jetzt abhacke, ich habe noch kein Dingens. Das ist eine gute Aussicht. Also an Lava wird es mir hier nicht mangeln. Wenn ich mal welche brauchen sollte. Das soll kein Problem werden. Aber ich habe gedacht, ich sehe vielleicht von hier aus mal eine Festung. Bisher jedoch nicht. Ich sehe nur jede Menge Lavaflüsse und einen Pilz auf Glowstone und so. Aber eine Festung? Nö. Sehe ich nicht. Daher gehe ich mal wieder runter. Da habe ich auch jede Menge Soul Sand, wenn ich den brauchen sollte. Ich glaube, da kann ich auch, naja, so tolle Sachen nicht draus machen, aber ich kann was draus machen.
Soll ich mal nachgucken, was ich daraus machen kann? Ich bin ja relativ sicher. Um ganz sicher zu gehen, kann ich ja hinter mir zumachen. Wie heißt es? So, was kann ich damit machen? Ach, für Hochofenziegel bräuchte ich die und für Höllenziegel. Aber ich kann doch damit auch noch was anderes machen, oder? Ja, das ist nämlich nur Shaped Crafting. In ein Industrial Centrifuge kann ich. Kriege ich Coal Dust, Sand. Ah, und eine Filled Fuel Can. Also ich kann es als Benzinersatz nehmen. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Energie da drin ist. Das ist eine Frage, die anderen Generationen überlassen bleibt. Zumindest das Erz hier nehme ich mit, weil das nicht so ganz offensichtlich zu finden ist, wenn ich da mal später wieder hinkomme. Das ist ein Grund, es jetzt mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob so ein Hochofen so normaler überhaupt funktioniert. Ich kann, obwohl er müsste eigentlich. Ich glaube, er ist nicht deaktiviert. Mir mal interessant, ob der günstiger ist. Naja, aber selbst wenn, den anderen brauche ich trotzdem, also. Beide sind so riesig und. Alles. Da kann ich auch gleich den richtigen bauen. Denke ich. Okay. Jetzt habe ich noch eine. Es geht hier alles sehr flott. Die Dinger hier kaputt zu hacken, das ist ja eine Sache, die extrem schnell geht. Es waren definitiv zwei. Das waren definitiv zwei. Na gut, ich werde mich jetzt dennoch mal. Auf den Rückweg machen. Denn ich habe wirklich für einige Zeit vorgesorgt, würde ich sagen. Das sind so viele Stacks an Netherstein. Also, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Gut, das ist nur das Gras. Ich habe schon gedacht, da ist irgendwie ein Creeper reingekommen. Hier, du kriegst das alles mal zu fressen, bitte. Da. Kannst du alles nehmen. Wie sieht es denn bei dir aus? Das Eisen, schön. Kannst du auch noch mehr von zerkleinern, wenn du willst. Ein bisschen Netherzeug lasse ich, glaube ich, mal hier.
Was habe ich noch? Ich habe jetzt Zink Dust und Yellow Garnet und ah ja. Der besteht aus einigen verschiedenen Molekülen. Da es natürlich ein Kristall ist, müssen sie alle eine ähnliche Kristallstruktur haben, irgendwie. Theoretisch. Aber ich glaube, ich sollte da jetzt nicht allzu wissenschaftlich rangehen. Es ist nur ein Spiel. Auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, warum dann diese ganzen Formeln dastehen. Wahrscheinlich ist das für irgendeinen Mod von Belang. Aber ich wüsste nicht für welchen. Außer für den Rocket-Mod, aber der ist ja nicht Dingens dabei. Also mache ich gerade mal einen Schnitt. Bis gleich.